Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Herzlich willkommen bei unserem Interview mit Schwester Shema zum Thema Antidiskriminierung, antimuslimischer Rassismus anlässlich des Tags des antimuslimischen Rassismus 1. Juli 2020. Schwester Shema, herzlich willkommen bei uns hier im Interview. Freut mich sehr, danke. Ist mir eine Ehre. Vielen Dank, dass du dabei bist. Wir sind heute zusammen hier, um ein bisschen über deine Diskriminierungserfahrung, Rassismuserfahrung zu sprechen. Du bist erfolgreiche Medizinerin, du hast ein abgeschlossenes Medizinstudium und hast dieses Jahr hast angefangen in einer Klinik als Ärztin. Und wir wissen alle, dass selbst ohne Kopftuch das eine große Herausforderung ist. Erzähl uns mal ein bisschen über deinen Alltag und über deine Diskriminierungserfahrung, falls du welche hast, als Ärztin in einem Krankenhaus. Also leider, beziehungsweise was heißt leider, eigentlich ist es ja eine gute Sache, habe ich alhamdulillah wenig Diskriminierungserfahrungen machen dürfen. Insgesamt waren es in meinem Leben wirklich tatsächlich nur 2, 3 Erfahrungen. Das ist zu dem, was ich von Schwestern höre, doch ziemlich wenig. Dafür aber durfte ich viel Selbststigmatisierung und Selbstdiskriminierung erfahren dürfen, dadurch, dass man ja immer diese Geschichten von den Schwestern oder aber auch von den Brüdern bezüglich des Weltanschauungsbildes als Muslim dann doch machen darf. Also dann eher weniger Diskriminierung von außen als jetzt von einem selber. Ist das für dich dann so eine Art selbsterfüllende Prophezeiung oder inwiefern äußert sich das, also diese Selbstdiskriminierung? Ist man dann durch seine Leistung dann reduziert oder was verursacht das? Genau, also eigentlich kann man sich das damit so vorstellen, dass man sich selber im Weg steht. Oder aber auch diese Selbstprophezeiung beschreibt das Ganze sehr gut. Das heißt, also als Beispiel jetzt, man geht in ein Vorstellungsgespräch. In der Regel sollte man sich doch so auf seine Kompetenzen konzentrieren und versuchen, sympathisch rüberzukommen, beziehungsweise Sympathie zum Gegenüber zu empfinden. Das ist ja das A und O in einem Vorstellungsgespräch, dass du dein Gegenüber sympathisch findest und dann reflektiert sich das automatisch auf dich und dann harmonisiert das Gespräch. Leider ist es so, dass man als Kopftuchträgerin speziell, dadurch, dass man eben viel negative Erfahrungen von Schwestern gehört hat, die einem viele Schritte voraus sind im Leben, dass man, wenn man dann so ein Vorstellungsgespräch angeht, doch ziemlich viel Unsicherheit mitbringt bezüglich des Kopftuches, bezüglich des Glaubens, der Religion, und dementsprechend ja, das Gespräch fast von vornherein schon ja nicht rund läuft, beziehungsweise dieses Harmonische dann doch schon fehlt, weil man ja selber, beziehungsweise wenn jemand ständig zu dir sagt, du bist dumm, weil du ein Kopftuch trägst, du kannst nichts im Leben bringen oder du taugst eigentlich nur dazu, Kinder zu gebären, so wie vielen Schwestern unterstellt wird tatsächlich, kommst du dann in so ein Gespräch und denkst, oh Gott, ich glaube, jetzt denkt das dieser Chefarzt auch von mir. Bin ich das vielleicht sogar? Und irgendwann beginnt man diese Vorurteile für sich zu akzeptieren und dann beginnt man sich selber zu diskriminieren, selber zu kritisieren. Ich denke, das ist auch eine Form der Diskriminierung, die man nicht unterschätzen sollte im Alltag und die vielen, ich denke doch, vielen Schwestern auch begegnet. Und mit dieser Selbstdiskriminierung nimmt man sich doch viele Chancen selber weg. Okay. Ich glaube, dieser Ratschlag oder dieser Tipp, der gilt nicht nur im Bereich des Kopftuchs, also das kann ich auch vielen jungen Männern nahelegen, sich da davon auch zu befreien und die Diskriminierung in Bezug auf den Vornamen beispielsweise oder Nachnamen, genau, ist auch etwas, was auch die Jungs, also auch die Männer, die noch nicht so das Selbstbewusstsein vielleicht in den jungen ersten Karrierejahren gesammelt haben, dann auch darunter leiden.
In meinen Recherchen war das so, dass ich rausgefunden habe, dass du auch Leistungssportlerin bist. Nun ist es so, dass die, wenn ich an zum Beispiel in der Jugendarbeit mit jungen Menschen rede und ich dann auch sage, okay, Achtung vor der Opferrolle, ne? Also dass man halt nicht, weil man Migrationshintergrund hat oder weil man muslimisch geprägt, ne, also aussieht, spricht, einen Namen hat etc., dass man halt nicht automatisch in so eine Opferrolle reingeht, weil ich sage immer, bei einem Sprint, man weiß, die Strecke ist 100 Meter, 8 Leute starten, einer gewinnt, 7 haben verloren, nicht traurig sein, mehr trainieren, bessere Leistungen bringen und man ist dann irgendwann der Erste auch. Wie sieht es aus mit dir und deiner Erfahrung? Du trainierst ja auch oder du bist in deinem Leistungssport auch mit Hijab. Was hast du da für Erfahrung gesammelt? Genau, also leider ist der Sprint nicht so einfach, wie du das jetzt beschrieben hast. Schön wär's. Man stellt sich an die Startlinie. Also Sprint, viele denken, Sprint ist einfach nur eine schnelle Form des Laufens. Leider ist es nicht so da. Du brauchst einfach viel Fokus und Konzentration, vor allem in den Anfangsphasen, also beziehungsweise wo du noch im Startblock sitzt und darauf wartest, dass der Startschuss ertönt. Und genau in so einer Situation durfte ich dann von meinem Trainer tatsächlich Diskriminierung erfahren. Das war dann mein erster Wettkampf mit Kopftuch, ganz richtig. Und genau, ich hatte ja auch schon diese Selbstdiskriminierung genannt. Und ja, ich habe selber, natürlich, ich fühle mich dann selber nicht ganz wohl in der Haut, zumal auch wenig Muslime, jetzt auch nicht nur Schwestern, sondern grundsätzlich Muslime in der Leichtathletik vertreten sind. Und dann stand ich da erstmal alleine, habe mich aufgewärmt, dann wurde ich in den Startblock gerufen, ging dann so auf dem Weg, wo ich dann zu meinem Startblock bin, kam dann mein Trainer und sagte zu mir, rechne damit, dass du vielleicht jetzt jeden Moment aus dem Rennen rausgenommen wirst, weil du jetzt so gekleidet bist und das ist eher untypisch für Leichtathletik. Man weiß ja, wie Leichtathleten bekleidet sind und da ist doch Kopftuch schon zu viel oder wenn man schon lang sich gekleidet hat. Und dann saß ich, beziehungsweise war ich in diesem Startblock drin, in der Startposition. Alle um mich konnten sich darauf konzentrieren, wie sie ihre Füße positioniert haben und dass der Startschuss ertönt. Und ich durfte die ganze Zeit mit dem Gedanken, Gedanken zu tun haben, dass ich jederzeit aus dem Rennen rausgezogen werden könnte. Und anstatt auf den Startschuss zu warten, habe ich eben darauf gewartet, dass ein Richter kommt und sagt so, ja, bitte verlassen Sie jetzt hier also die Strecke. Und genau dementsprechend ist auch das Rennen gelaufen. Meine Reaktionszeit war langsam. Ich konnte das alles, was ich trainiert hatte, im Training davor nicht umsetzen. Und dann denke ich schon, klar, wir sollten nicht in die Opferrolle uns selber versetzen, aber manchmal werden wir in diese Rolle selber gedrängt und haben keinen Einfluss drauf. Und wie ist die Reaktion von den muslimischen Geschwistern? Also hattest du da... Genau, auch in dem Bereich. Das ist ja auch das Schwierige als muslimische Frau. Du hast nicht nur mit antimuslimischen Vorurteilen zu kämpfen, sondern auch mit muslimischen Vorurteilen oder muslimischen Stereotypenbildern. Und wie sich zum Beispiel eine Frau zu verhalten hat und welche Interessen sie zu pflegen hat. Und da zählt zum Beispiel Sport oder Karriere weniger dazu. Und dann ja, begegnet man leider Brüdern, die dann einem erklären möchten, wie ich meinen Sport zu treiben habe. Zum Beispiel, dass ich ja, zu Hause sprinte, wie das gehen soll, ist interessant. Also ich habe keine 100-Meter-Strecke. Oder ja, ist so. Ich habe wirklich jetzt keine Laufbahn oder keine Tartanbahn. Oder zum Beispiel, dass man sich weniger auf die Karriere fokussieren sollte und mehr darauf, dass man sich um den Haushalt kümmert. Und das ist überhaupt nicht das, was unsere Religion uns vorgibt. Wenn wir genau gucken, welche Vorbilder wir haben in der Religion. Wir haben zum Beispiel Nusaybah bint Ka'b, das ist eine Sahabiya. Sie war eine starke Kämpferin und hat Seite an Seite mit den Männern in den Kriegen gekämpft.
und sogar den Propheten einmal alleine verteidigt, wo er sich selber nicht mehr verteidigen konnte und am Boden lag. Und auch, also ich könnte viele Beispiele und Vorbilder aus unserer muslimischen Geschichte heranführen, das würde aber jetzt hier den Rahmen sprengen und das Fass mache ich gar nicht erst auf. Okay. Also hast du im Prinzip also sowohl aus der eigenen Community als auch die von der Mehrheitsgesellschaft dann diese Kritiken zu erleiden. Kann man so, das ist nicht ganz einfach. Ja, leider. Also immer so zweiseitig hat man das. Und ist es, also du hast jetzt gerade von Brüdern gesprochen, reden wir da von einem Generationskonflikt? Sind das also die älteren Herrschaften oder sind das auch nur Männer oder wie sieht das da aus? Also weil ich meine, das ist jetzt sehr, sehr selbstkritisch, also für uns jetzt als Umma, als Gemeinschaft, aber was würdest du da eigentlich dir wünschen, also damit du halt da dich wohler fühlst? Was wäre dein Wunsch? Also ich komme erstmal auf die erste Frage zurück mit dem Generationenkonflikt. Ich weiß nicht, ob man das so pauschalisieren kann. Es gibt sowohl welche aus der älteren Generation, die dagegen sind, zum Beispiel, dass ich Leistungssport mache. Wobei ich dann wieder sagen muss, es haben mich auch einige aus der älteren Generation unterstützt und die gesagt haben, es ist eine tolle Sache, die du gerade machst. Und dann gibt es natürlich auch die aus der jüngeren Generation tatsächlich, die auch dieses Stereotypen-Denken unterstützen. Und ich weiß nicht, ob man das tatsächlich so pauschalisieren kann. Und zum Zweiten, was mein Wunsch wäre. Ja, mein Wunsch wäre einfach, dass man sich erstmal selber an die Nase fässt. Weil ich meine, kein Mensch ist perfekt. Vielleicht bin ich für den einen nicht praktizierend genug. Trotzdem sollte man, also die Person, die mich kritisieren, die kennen mich ja gar nicht. Und vielleicht wäre es mal nett, wenn wir uns zu einem netten Gespräch treffen und jeder dann sein eigenes Weltbild austauscht und vielleicht kommen wir dann auf einen gemeinsamen Nenner oder verstehen uns zumindest und akzeptieren unser Gegenüber so, wie er ist. Man muss ja nicht jeden verstehen oder alles unterstützen, was die anderen machen, aber man muss durchaus auch die Freiheit den anderen lassen. Also das wäre so mein Wunsch. Hervorragend. Wunderschön gesprochen. Ich danke dir vielmals für das Interview. Ja, sorry, wenn das so kurz sein muss, aber wir haben einige Interviews für diesen einen Tag des antimuslimischen Rassismus vorbereitet und ich hoffe, dass unsere Zuschauer auch noch viele andere Interviews mit anschauen, die hoffentlich auch genauso spannend sind wie unseres jetzt. Ich danke dir vielmals. Ja, ich habe zu danken. Danke. Und ich hoffe, dass wir uns dann bald wieder in anderen Projekten wiedersehen und wünsche dir viel Erfolg in deiner Arbeit. Und und danke nochmal für die Unterstützung in Corona-Zeiten. Das war sicherlich für euch Ärzte, also den ganzen Applaus, den ihr gekriegt habt, nochmal an dieser Stelle ein Dankeschön. Ich weiß, dass du an der ersten Front warst und viel mit dem Corona, also in der Corona-Zeit viele Überstunden geschuftet hast. Daher ein Danke. Mache ich immer noch, aber gerne, ja. Dankeschön. Es ist nicht vorüber. Stimmt. Also, danke. Auf Wiedersehen. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.